Als Demokraten dieser Stadt machen wir das einfach das, was wir für richtig halten. Nämlich, wir wollen nicht, dass hier irgendwelche Nicht-Demokraten diese Stadt benutzen. Und da haben wir keinen Bock drauf. Und das wollten wir einfach dem Bürgermeister nochmal sagen. Und hallo Bürgermeister, wenn du kommen möchtest, jederzeit kannst du hier, kannst zu uns kommen und dir ein paar Worte sagen. Wir sind Bürger dieser Stadt und wir lassen uns hier nicht als Nicht-Demokraten und als Krawallmacher bezeichnen. 3, 2, 1 und go! Go! Wir senden ein Signal an die Welt aus dieser Stadt. Wir sind friedlich, wir sind international. Wir zeigen, dass wir den 8. Mai feiern, das ist der Tag der Befreiung. Und wir sind froh, dass es keinen Faschismus mehr gibt und wir wollen das nicht wieder. Und deswegen sind wir auch alle hier und feiern diesen Tag. Schwul, lesbisch, ob du schwer zum Lesen, Muschisex bist, scheißegal. An all die Leute, denen das Latte ist, ja, die sich diesen Rechtsruck noch nicht hingegeben haben. Diese Leute soll das einschüchtern. Ganz einfach. Und nur solche Momente, glaube ich, sind dann umso schöner, umso toller zu sehen, okay, 2, 3 Tage später sind hier ganz viele Menschen, ja. Und nicht wir irgendwie sind hier allein oder haben das hier hochgerissen, sondern die Leute aus der Region hier, ob jetzt aus Jam, der Mien, Straße, oder egal. Aus Vorpommern. Und vor, glaube ich, 2, 3 Tagen, ich will es nicht falsch sagen, gab es dann ein Interview, ja, mit dem Bürgermeister dieser Stadt. Und er wird in dieser ersten Frage sinngemäß, im Internet können wir das lesen, wird er sinngemäß gefragt, was denn sein Problem mit dem Nazi-Aufmarsch ist. Und schlussendlich kommt er darauf, bei der Frage, was sein Problem mit einem Nazi-Aufmarsch ist, sagt er ja, dass er keinen Bock auf die ganzen Leute aus Berlin und Hamburg hat, dass die hier die ganze Scheiße bauen. Ich bin hier seit 10, 11 Jahren, ich habe noch nicht einmal irgendwelche krasse Randale hier erlebt. Keine Ahnung, was ihr mitbekommen habt, aber dass die Stadt hier abgefangen wurde, oder was weiß ich, ist mir ein bisschen entgangen. Und wenn du dann hierher kommst und siehst, wie auf einmal Wasserwerfer ohne Ende mit den ganzen Kanälen angekarrt werden, dann denkst du, okay, es ist klar, was passieren soll, ja. Die Menschen sollen eingeschüchtert werden und es ist auch klar, dass das klappt. Denn immer weniger Menschen haben sich nachher schlussendlich rausgetraut, haben nachher gesagt, ey, die Scheiße geht nicht mehr neben mir, ja, hab ich keinen Bock drauf. Und auch punktuell nachvollziehbar, weil wir denken, dass es umso wichtiger ist, nach vorne zu gehen, rauszukommen und hier auch zu sagen und auch in den nächsten Jahren am Start zu sein, ja? Und zu sagen, Alter, das lassen wir uns nicht nehmen. Ganz einfache Geschichte. Nicht wir sind das Problem, sondern Neonazis, Leute, die die Neonazis verharmlosen, ja? Genau solche Menschen, die dafür verantwortlich sind. Die dafür verantwortlich sind mit ihrer Politik. Die schon vor Jahren gesagt haben, bleibt am besten zu Hause, ja. Und jetzt sagen irgendwelche Leute sind von außen, die machen ja den Ärger. Und am besten ganz polemisch gesagt, Mensch, solange die von hier kommen und die Nazis von hier sind, dann ist das doch alles kein Problem. Das sind ja die Jungs von nebenan, ja. Als wenn das Problem ist, wenn da Menschen von außerhalb herkommen. Ich freue mich auch über alle Menschen, die eine längere Strecke hergefahren sind, um sich mit den Menschen von vor Ort solidarisch zu zeigen. Ja, mega geil, dass ihr den Arsch hierher bekommen habt. Zu Hause. Wir haben 26 Millionen russische Menschen sind gestorben in dem Krieg. Und für die spiele ich dieses Lied, habe ich dieses Lied gespielt, Unsterbliche Opfer, für 26 Millionen Russen, die wegen dieses Krieges ums Leben gekommen sind. In jeder Familie mindestens einer in Russland. Thank you.
Antifaschisten! Gefährlich! Da der Boden zu locker war, kurz davor.